da haben wir jetzt die Nachfüll-Stase-Station. So, warte mal. Ich erinnere mich an was. Ich treffe mal ganz kurz hier ein paar Vorkehrungen. Ich habe so eine Idee, wenn es sich so am Original orientiert, was wir hier machen müssen. Und da kann es nicht schaden, wenn wir hier Stase-Kanister rumstehen haben. Und ich brauche den Explosionskanister natürlich. Den brauche ich hier. Ich bilde mir es aber jetzt nicht ein, dass der Marker, jedes Mal, wenn ich ihm zu nahe komme, so ein bisschen meine Sicht verzerrt, oder? Ja, er pulsiert regelrecht. Okay. Gut. Dann wagen wir es jetzt mal. Singularity core replaced. Test fire shuttle engines to complete hardware installation. So, das lasse ich jetzt da liegen. Plasma-Energie. Das ist alles super, alles toll. Ja, gut, 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 gut. Finde ich gut. Haben wir irgendwo eine Speicherstation? Nee, haben wir nicht. Das heißt, wir sollten überleben, was auch immer jetzt kommt. Oh, du bist da wieder. So, ich möchte hier nicht sein und die Tür dürfte ruhig ein bisschen schneller aufgehen. Das war ein nicht so guter Plan. Boah, würdest du jetzt mal bitte irgendwann sterben? Hallo? Hey, 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 hey. Nein! So viele Gegner. Ja, kannst du ein Bein haben. Oh, hältst mal ganz kurz die Klappe. Ey, das kann echt nicht wahr sein, wie viel die aushalten. Geh doch mal weg da jetzt. Meine Fresse. Greifst doch echt immer das, was ich nicht brauche, ne? Komm, Isaac, lauf! Lauf, 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 mach einen Bogen. Meine Güte. Hä? Was ist los? Nein, nein. Oh Gott, nein. Ist er tot? War jetzt nicht ganz eindeutig, aber ich glaube schon, oder? Also mindestens bewusstlos war er jetzt. Was ist los? Alter. Ey, sorry, ich hab voll Probleme jetzt zu zielen. So,
Oder mir ist ein bisschen zu knapp das Ganze. Do you read me? Mr. Clark! Mr. Clark, come in! Fuck this ship! You're alive. Altman be. Fuck Altman too. Kendra? I'm here. But every alert on the Ishimura is screaming. Critical damage to internal systems. The marker just ripped right through the ship. Something pulled it down to the cargo bay. Kind, pilot the shuttle to the hangar. I'm going after the marker. Of course. Amelia, quickly. Wait, Dr. Kine. That guy's lost it. He killed the captain. We can't trust him near the marker. He says returning it to the planet is the only way to end this. We've got to try. I'm heading to cargo. You ping Nicole's rig and tell her where to go. Leave it to me. Thanks. When I get the marker, we're all getting out of here. Lauter Marker ist gecancelt. End of Days ist vorbei. Keeper of Faith. Also Kapitel 10 haben wir geschafft. Alternate Solutions. Reach the Cargo. Warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Da ist Cry. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? I am confused a little bit now. Was? Biogenics? Warte mal. Das ist Cryo. Ah ja. Okay. Dann geht's hier runter. Oder haben wir jetzt eigentlich verschossen? Ah, es geht. Dafür haben wir das große Medipack verbraucht. Nach da müssen wir. Wir haben ja jetzt hier irgendwo noch eine Tür gehabt. Moment. Moment, Moment, Moment. Gut, hier müssen wir weiter. Und da hinten wäre auch noch eine Tür gewesen. Wo führten die hin? Achso, warte mal. Das ist der Cryo. Es gibt also nur die beiden Wege, merke ich gerade. Na dann. Okay, Cargo. Na dann. Na gut, hier eskaliert es richtig. Wir könnten jetzt aber hier abspeichern, oder? Machen wir gleich. Nur mal ganz kurz zum Shop. Ja, ich glaube, wir müssen aber eigentlich nichts mehr nachkaufen. Nein, müssen wir nicht. Nein, nein, nein. Wäre jetzt Quatsch. Das wäre jetzt Quatsch. Und wir machen mal den Quatsch jetzt noch Quetscher irgendwie, sondern wir gehen jetzt zu Cargo. Und Cargo müsste ja jetzt dann wieder relativ am Anfang sein. Und wenn wir da jetzt eh hinfahren. Oh Gott, ist das dunkel. Stoppen wir mal ganz kurz nochmal. Wo sind wir jetzt? Hangar. Hydroponics. Ja, da fahren wir jetzt hin. Ich schneide das jetzt aber zurecht. Ich mache das jetzt so. Ich fahre da hin und wenn wir Hydroponics sind, dann geht die Aufnahme dann weiter. Mr. Clark, we're approaching the hangar bay. We'll meet you there with the marker. Yes, Amelia Sue. We'll send the hive mind back into the darkness. So glad you gave that guy our only escape shuttle. Now arriving at hydroponics. Shit, Isaac. Those things you've killed, their biomass is pulled down in the cargo bay. It's recombined itself into. Well, it's something huge, and the marker's embedded right in the middle. How the hell do we do this? I've got the Ishimura's cargo cranes. They can move half a bay of mining gear, no problem. If whatever's down there wants to wrestle for the marker, I'm in. Override the safeties, and yes, it might work. But hurry. We're losing critical systems fast. Na gut, dass ich die Aufnahme nicht kurz gestoppt habe, weil jetzt nämlich noch wichtige Informationen hier reinkamen. Und die Kendra hat es jetzt gerade angesprochen, da irgendwie die Biomasse von den Nekomorphern ist irgendwie zusammengefallen und hat sich dann neu generiert. Weil wir wissen ja aus dem zweiten Teil,
Kann ich das jetzt eigentlich spoilern oder nicht? Ist das ein Spoiler? Ich bin überhaupt nicht sicher. Weil das Original Remake und der zweite, ich meine, der zweite ist jetzt schon seit Ewigkeiten raus. Und wer den bis jetzt nicht gespielt hat, der wird wahrscheinlich mit dem Original, mit dem Remake, ich bin mir jetzt nicht, ich sag's jetzt einfach. Der Marker, sobald er zerstört wurde, ist ja so, dass dann die ganzen Necromorpher, die da rumlaufen auf dem Schiff der Ishimura, die sind dann einfach zu so einer Masse zerfallen, also so einer biologischen Schleimmasse. Und die haben sich dann überall natürlich in den Gängen von der Ishimura und auch in den kleinsten Ritzen da verteilt. Und sobald ein Markersignal wieder dazu kam, hat sich dieser Bioabfall, sage ich mal, wieder zu neuen Necromorphern zusammengeformt. Das heißt, sobald der Marker mit seinem Signal weg ist, fallen die Necromorpher einfach in die Biomasse auseinander und sind nicht mehr funktionsfähig. Sobald ein Markersignal wiederkommt, können die Necromorpher weiter existieren. Das heißt, würde man den Marker von der Ishimura jetzt irgendwie versuchen wegzubringen oder ihn ins Weltall wegschießen, würden überhaupt keine Necromorpher mehr rumlaufen können, weil es kein Signal mehr gibt. Das heißt, sobald man den Marker zerstört, zerstört man automatisch alle Necromorpher mit. Was verpasst? Baby! Lurky, Lurky! Bist du? Da bist du. Und noch einer? Würde auf jeden Fall die Musik erklären. Okay. Also erstes Mal finde ich es komisch, dass ich den noch nicht aufgemacht habe hier. Und zweitens bin ich zu Hydroponics einfach nur deswegen, weil hier nämlich noch so ein Ding zum Overriden ist. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob das jetzt alle waren auf dem Schiff. Ich glaube aber, dass wir ja eigentlich viel aufgedeckt haben jetzt. Können wir jetzt noch was machen am Store oder... Nein, können wir nicht. Wir können jetzt uns eine Werkbank nochmal suchen. War hier nicht irgendwo eine? Ich glaube hier hinter nicht. Doch, warte mal. Ich glaube, da war noch eine. Moment. Und der liegt immer noch hier rum. Krass. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Was ist dieses Geräusch? Habe ich das jetzt nur alleine gehört, oder? Ich gebe das mal kurz an der Werkbank hier ab, was ich dabei habe, und dann haue ich ab, weil das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu creepy. Hört es sich gerade an, als würde ein Exploder da irgendwie durch die Lüftungsschächte krabbeln oder so. Hörst du immer noch? Der ist oben, oder? Er kann auch bleiben. Tue ich mir jetzt nicht an. No, no. Not going to happen. Bin jetzt hier raus. Tapfer wie ich bin. Mach die Tür auf. Und einmal im Kreis. Wo kommen die denn jetzt alle? Boah, wo kommen die denn alle her? Oh Gott, diese blöden Drecksviecher, schüttel sie ab. Alter. Was war das denn jetzt? Hm? Was verpasst? Haben die denn alle her? Wusste ich, ob was gehört. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier so eine Masse an Gegnern auf einmal wieder vor mir haben würde. Aber ist okay, alles noch cool, so cool. Noch genug Munition. Was für ein Geräusch. Ich will hier raus. Auf Isaac.
Lauf, wie du noch nie gelaufen bist. Was war das jetzt eigentlich da hinten? Wo ging's da nochmal lang? Hier geht's Richtung Tram Repair. Warte mal, hä? Moment. Moment. Muss ich doch sowieso hin. Eh gleich hier um die Ecke. So. So Jungs, gleich habe ich wieder Stase. Und dann gibt es hier wieder andere Regeln. Okay, das war's, oder? Internal hull breaches detected. Komm her. Ich habe mich gerade selber in Stase gepackt. Großartig. Großartig, jetzt wird das abgespeichert. Eins nach dem anderen. So, hier wird abgespeichert. Cargo. Ah. Ja, bist tot? Bist tot. Mal nachfüllen. Einfach nur was können. Da hinten war doch eigentlich immer zu, oder? Ah. Wollten nur sicher gehen. Cargo. Na dann. Da ist ein Ventilator, das heißt. Mach das mal ganz kurz, so was ich kann von hier oben. Da ist doch noch irgendwo ein Exploder. Der muss irgendwo da sein. Schauen wir mal. Hier oben zu warten wird wahrscheinlich nicht viel nützen. Hinter uns was sein? Nein. Das heißt, wir könnten jetzt hier rückwärts reinrennen und das Ding aktivieren. Ich höre es. Irgendjemand steht da. Das hört sich an wie ein Exploder. Oder auch nicht. Na komm. Da hinten ist noch eine Tentakel dran. Na komm. Und zwei sogar noch.
Das du fallen lassen. Plasma-Energie. Weapon-Upgrade. Was ist das jetzt wieder? Force-Gun. Dann war es also der Guardian, der hier so eine leidenden Geräusche gemacht hat.